Hallo, ich bin Hans-Peter Zimmermann, Privatpilot für Helikopter und Flächenflugzeuge. Am 14. Mai 2019 stürzte ein 67-jähriger Pilot mit seiner Eigenbaumaschine am Flugplatz Birfeld kurz nach dem Start ab. Er starb dabei, das Flugzeug wurde durch einen Brand zerstört. Was da passiert ist, schauen wir uns gleich an. Aber vorher, wie fast immer, meine philosophische Vorbemerkung. Bist du dir eigentlich bewusst, dass du Herr über ein ganzes Universum bist? Entschuldigung für die Frauen, ich weiß nicht genau, wie man das gendert. Frau über das Universum oder Herrin, ich weiß es nicht. Jedenfalls, da gibt es unzählige Lebewesen, die in dir drin leben, die wahrscheinlich nicht wissen, dass es dich gibt. Und trotzdem erfüllen sie Tag für Tag ihre Aufgabe. Hoffentlich zu deinen Gunsten, denn es gibt natürlich auch, also wenn wir zum Beispiel von Bakterien ausgehen, auch die Möglichkeit, dass ein Bakterium nicht nützlich ist, sondern pathogen, also krankmachend. Und dann bleibt zu hoffen, dass diese krankmachenden Bakterien von den anderen irgendwie unschädlich, also nicht unbedingt von den anderen Bakterien, aber vom ganzen Immunsystem, unschädlich gemacht wird. Könnte es nicht auch sein, dass unser Planet Erde auch einfach quasi ein Organismus in einer etwas größeren Dimension ist und wir sind die Bakterien dieses Organismus? Jetzt stell dir mal vor, ein Bakterium in deinem Körper würde zum anderen sagen, du kennst du eigentlich oder glaubst du an Erwin? Vorausgesetzt, du heißt Erwin, sonst musst du bitte deinen eigenen Namen einsetzen. Und das andere Bakterium sagt, ich glaube nur, was ich sehe. Ja, und Erwin habe ich noch nie gesehen, also gibt es den nicht. Interessante Überlegung, findest du nicht? Die Bakterien in unserem Körper können wahrscheinlich nicht entscheiden, ob sie gut oder böse sein wollen, ob sie destruktiv oder konstruktiv arbeiten wollen. Aber wir Menschen haben ein Bewusstsein. Und ich hoffe, ich möchte daran glauben, dass wir tatsächlich entscheiden können, welche Art Bakterium wir sein wollen. Und jetzt zu unserem heutigen Fall. Er ist zwar in der Schweiz passiert, aber er wurde nicht von der SUST, sondern von der deutschen BFU untersucht. Der Grund, der Pilot war Mitarbeiter der SUST. Nach meinen Informationen war er dort für Unfälle im Schienenverkehr zuständig. Und um dem Vorwurf der Befangenheit vorzubeugen, delegiert man dann solche Fälle in der Regel an ausländische Untersuchungsbehörden. Der 67-jährige Pilot, zugleich Eigentümer und Halter des Flugzeuges mit der Immatrikulation Hotel Bravo Yankee Lima Oscar. Es handelte sich, wie gesagt, um eine Eigenbaumaschine Alpha HB 207 VRG. Ich habe in meinem Simulator leider keine solche Maschine. Ich verwende dafür die VL3 Evolution von JMB. Die hat auch ein IC-Fahrwerk, sie ist auch ein Tiefdecker und sie hat auch zwei Sitze, die nebeneinander angeordnet sind. Natürlich ist sie um einiges leichter als die Unfallmaschine, aber das tut hier nichts zur Sache. Mit dieser Maschine startet er also am 14. Mai 2019 um etwa 17.12 Uhr auf der Piste 08 des Flugplatzes Birfeld. Das ist der Regionalflugplatz des Kantons Aargau. Er wollte einen privaten Sichtflug unternehmen, und zwar nach Konstanz, dann Wangenlachen und schließlich zurück ins Birfeld. Ein Zeuge gab an, dass das Flugzeug normal abgehoben habe und in einen kontinuierlichen Steigflug übergegangen sei. Im Steigflug sei dann das Fahrwerk eingefahren worden, danach hatte er das Flugzeug nicht weiter beobachtet. Der BFU standen die Daten von einem mitgeführten GPS zur Verfügung und damit konnte man den Flugweg rekonstruieren. Darauf konnte man sehen, dass das Flugzeug 32 Sekunden nach dem Start in eine Linkskurve überging. Warum der Pilot so früh links abgebogen ist, wissen wir nicht. Die normale Abflugroute sieht anders aus. Der Leistungsabfall, den man vermutet hat, der wird da wahrscheinlich noch nicht aufgetreten sein. Man geht davon aus, dass der in der Kurve passiert ist. In der Kurve, also auf einer Höhe von etwa 410 Fuß über Grund, also etwa 1710 Fuß über Meer, begann das Flugzeug rapide zu sinken und stürzte dann mehr oder weniger senkrecht auf ein asphaltiertes Sträßchen neben der Autobahn.
Ein Zeuge, der mit seinem Fahrzeug auf der A1 Richtung Westen unterwegs war, hatte eine Dashcam installiert. Hier sehen wir die Einzelbilder dieses Videos. Wir schauen uns das Ganze noch einmal in der Übersicht an. Hier ist die Piste 08 des Flugplatzes Birfeld. Hier begann der Pilot die Linkskurve und ungefähr hier prallte er auf die Erde. Das Flugzeug brannte vollständig aus und der Pilot verstarb beim Aufprall. Aufgrund von Herzrhythmusstörungen besaß der Pilot ein beschränktes medizinisches Tauglichkeitszeugnis, beschränkt auf 9 Monate. Ich will mir hier kein medizinisches Urteil anmaßen, aber ich kenne etliche Pilotenkollegen, die ihre Flugerlaubnis verloren hatten aufgrund von Herzrhythmusstörungen. Warum man hier eine Ausnahme gemacht hat, keine Ahnung. Die BFU hält es zwar für möglich, dass der Pilot ein gesundheitliches Problem gehabt hat, aber aufgrund verschiedener Beobachtungen schließt man das eher aus. Man hält es für wahrscheinlicher, dass es zu einem Leistungsabfall des Motors gekommen ist. Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades der Maschine kann man das nicht mit absoluter Sicherheit sagen, aber die Tatsache, dass der Pilot berechtigt war, selber gewisse Unterhaltsarbeiten auszuführen, macht doch diese Annahme relativ wahrscheinlich. Derselbe Pilot war außerdem 3 Jahre zuvor schon einmal mit demselben Flugzeug an einem Unfall wenige Meter vom Flugplatz Bad Ragaz entfernt beteiligt. Das Flugzeug war damals schwer beschädigt und der Pilot überlebte aber unverletzt. Es sieht alles danach aus, dass der Pilot im Crosswind, zu Deutsch im Querabflug, einen Leistungsverlust feststellte und dann eine Umkehrkurve zum Flugplatz probieren wollte. Das ist das, was die meisten Piloten als «the impossible turn», die unmögliche Kurve, bezeichnen. Es heißt, wenn man nicht mindestens Patternhöhe habe, also Platzrundenhöhe, das wäre in Birfeld 2000 Fuß, dann gäbe es nur eines, Nase runter, geradeaus landen, also so lange fliegen wie nur möglich. Bei dieser Maschine bräuchte es sogar noch mehr Reserve, denn von den meisten Experten wurde sie als extrem schlechter Gleiter bezeichnet. Hier ist eine Grafik, die zeigt, wie die Stallspeed, also die Abrissgeschwindigkeit, mit der Steilheit der Kurve zunimmt. Wenn die Stallspeed beispielsweise im Geradeausflug 50 Knoten beträgt und du fliegst eine 45-Grad-Kurve, dann musst du das gemäß dieser Grafik mal 1,2 rechnen. Das würde bedeuten, du darfst in einer 45-Grad-Kurve nicht unter 60 Knoten fliegen. Und wenn du in der Panik eine noch steilere Kurve fliegst, zum Beispiel 60 Grad, dann müsstest du das mal 1,4 rechnen, dann darfst du nicht unter 70 Knoten sein. Sonst folgt der Strömungsabriss. Oder man nennt das in der Kurve dann eben auch Abschmieren. Hand aufs Herz, wenn du morgen in dein Flugzeug steigst, kannst du auf Anhieb die Stallspeed im Geradeausflug, die Stallspeed in einer 20-Grad-Kurve und die Stallspeed in einer 45-Grad-Kurve zitieren? Wenn nein, sorge dafür, dass du es kannst. Denn wenn es ernst gilt, wirst du wahrscheinlich keine Lust haben, den Taschenrechner hervorzunehmen und die Stallspeed mal 1,2 zu rechnen. Und dann kommt noch meine persönliche Empfehlung. Übe den Motorausfall nach dem Start in einem Simulator. Und zwar mit mehreren Flugzeugen, mit allen Flugzeugen, die du fliegst, falls sie vorhanden sind in deinem Simulator, und auf mehreren Flugplätzen. Denn niemand garantiert dir, dass das nur auf deiner Homebase passiert. Das sieht im Birfeld schon nicht besonders gut aus, das gebe ich zu. Aber Nase runter und so lange fliegen wie nur möglich bietet immer die weitaus größere Überlebenschance, als aus über 100 Metern Höhe senkrecht zu Boden zu krachen. Hier sind ein paar Versuche einer Notlandung. Der erste Versuch ging eher schief, wobei das möglicherweise überlebbar gewesen wäre. Nördlich vom Flugplatz gibt es eine Art Kiesgrube. Das wäre wohl gründlich schief gegangen, weil das Terrain sehr uneben ist. Auch dieser Versuch ist gescheitert. Dieses flache Stück Land ist viel zu kurz. Dieser Versuch ist zumindest im Simulator gelungen, auch wenn es das Flugzeug vermutlich überschlagen hätte.
Im Zweifelsfall sollte man auch in Erwägung ziehen, auf einem Wäldchen zu landen. Damit wird der Aufprall zumindest abgemildert, auch wenn das Flugzeug dabei kaputt geht. The Impossible Turn wird in den USA heiß diskutiert. Es gibt Piloten, die der Meinung sind, der sei tatsächlich possible, das komme sehr auf das Flugzeug an. Solange du das aber nicht weißt, gibt es nur eines: bei Motorausfall nach dem Start, Nase runter, geradeaus landen, so lange wie möglich fliegen, will heißen, so lange wie möglich dafür sorgen, dass Strömung am Flügel anliegt. Denn wenn die abreißt, dann war das vermutlich dein letzter Flug gewesen.